Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich auch einladen zu einem neuen Part Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Ja, wir sind hier nicht auf den Seeschauminseln, wir sind nicht auf dem Meer, sondern hier in der letzten Stadt. Und da finden wir in diesem Haus eine Person, die wir brauchen, um weiterzukommen. Der hat was, was wir brauchen. Zwerge gibt dem Wärter die Goldzähne. Genau das ist die Lösung, die wir brauchen. Der Wärter setzt das Gebiss ein. Danke, Junge. Niemand hat auch nur irgendwas von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühlen. Zwerge hält VM04. Was VM04 wohl enthält, na, das könnt ihr bestimmt schon denken. Vor allem, wenn ihr den letzten Part gesehen habt, dann wisst ihr es ja wohl. Welches VM war es nochmal? 04 war es. Ja, fliegen brauchen wir nicht, das haben wir schon. VM04. So, das brauchen wir. Stärke. Genau das. Jetzt brauchen wir noch ein Pokémon, das das kann. Glutexu oder Georok. Na, Georok ist doch der richtige Verstärker. Na, welche Attacken? Schau mal, was hast du für Attacken? Finale, Mega-Hieb, Erdbeben, Schaufler. Ach du Scheiße. Nee, das können wir nicht machen. So, dann muss das ein anderer lernen. Glutexu, was hast du für Attacken? Ja, so ist ganz vorsichtig. Kratzer, ja, Heuler hier, 1-2, Schub. Glutexu hat Heuler vergessen und Glutexu hat ganz Stärke. Ja. Heuler. So, du benötigst Stärke, um den Felsen zu bewegen. Ach so, das ist ja hier in der ersten Generation noch so, dass die Pokémon das einsetzen müssen. So, Glutexu, Stärke. Setz Stärke ein. Glutexu kann jetzt Felsen bewegen. Zack. So läuft das und holt man sich hier das Item. Du kannst keine weiteren Items mehr tragen. Ja, wie auch immer. Warte, ist das wichtig? Das könnte wichtig sein. Schmeiß noch mal ein anderes Item raus. TM? Triplette. Okay, ja, können wir wegwerfen. Müll. Ja, zack. Ist auch blöd in der ersten Generation, dass man hier nicht genug Platz hat. Sonderbonmann können wir gleich verbrauchen. Das ist gut. Gut, dass wir das mitgenommen haben. Und das hätte ich bereut, wenn wir das liegen gelassen hätten. So, Sonderbonbon. Wie tickt denn das? Level 31, 28, 26, 40, 30, 30. Schlock. Sieht so aus, als ob Schlock das bräuchte. Zack. Schlock erreicht Level 27. Super. Dann speichern wir mal hier kurz ab. Und dann können wir uns auf den Weg zum Seeschauminsel machen. Und da kommen wir auch unter der Erde ein bisschen weiter. Ich will da eigentlich gar nicht mehr runter. Das war sogar scheiße. Und in der Erde, aber gut. Ich glaube, wir sehen uns dort wieder. Das ist das Beste für euch. Dann müsst ihr euch den Weg nicht mehr angucken. Bis dahin. So, da wären wir. Rein in die Insel. Gut, dass mein halbes Team schon am Eimer ist, bevor wir hier auf die Insel kommen. Ja, ich hoffe, ich muss nicht zu viel kämpfen hier in der
In der Höhle. Super. Können wir vielleicht fliehen. Ihr seht, Pikachu ist schon fast im Eimer. Und das Team, vielleicht kann ich es irgendwie mal anzeigen. Ja. Flucht. Ich hoffe, ich kann überall fliehen. Dann versuchen wir mal. Versuchen wir mal durchzukommen durch die Höhle. Um es durch die ganzen Spatz zu schlagen und mal ein bisschen voranzukommen. Und dass wir nicht wieder den ganzen Part hier rumirren, wie im letzten Part. Die Höhle. Ausschließlich in Anspruch nehmen. Wir fangen hier keine Pokémon, wir wollen hier einfach durch. Na komm. Los, Pikachu, Flucht. Setz Flucht ein. Na komm. So, da wollen wir lang. Ach, wenn diese ganzen Zwischenkämpfe nicht kommen würden, nicht mal friedlich hier durchlaufen könnte, nicht mal ohne von verdammten wilden Pokémon hier angegriffen zu werden, einfach mal durch die Höhle laufen könnte, das wäre viel einfacher, viel leichter, viel schöner. Aber Schutzitems habe ich nicht. Nein. Konnte ich natürlich vorher nicht einkaufen. Das fehlt mir das Geld und naja. Was für ein Scheiß. Immerhin haben wir jetzt Stärke und können den Brocken in die Strömung werfen. In die Strömungsscheibe umkehren und uns richtig schwimmen lassen. Hoffentlich. So. Hier ist vielleicht irgendwas, was uns weiterhelfen kann. Um unseren Weg durch die Höhle. Los, Pikachu! So zieht es heute mal die Zinnoberinsel zu erreichen. Wie und ob wir das schaffen, na, das weiß ich nicht, aber das ist das große Ziel. Müssen wir erstmal durch diese Höhle finden. Das wird erstmal richtig knifflig. Aber gut. Lass uns das Beste geben. Und nicht K.O. werden. Ah, da sehe ich Blöcke. Die könnte man verschieben. Da wollen wir hin, da will ich hin. Okay, da muss ich von der anderen Seite kommen, wie es ausschaut. Oder sehe ich das falsch? Nein, Pokédex wollte ich nicht öffnen. Pokémon Stärke. Ist zwar schon K.O., aber kann trotzdem Stärke einsetzen. Zack, zack, zack. So, dann können wir den hier runter bringen. Und den vielleicht auch wieder zurückschieben. Zack, zack, zack. Da kommt gleich ein wildes Pokémon. Sag's euch doch. Ich glaube, da muss auch ein Felsen rein. Den schieben wir am besten da weg, wenn wir da rankommen. Ich glaube, das ist die beste Lösung. So, Flucht. Ich glaube, da müssen nicht alle rein, oder? Irre ich. Aber ja, das geht jetzt natürlich gar nicht. Aber vielleicht kann ich den Felsen, der da in der Strömung liegt, schon nutzen. Oder braucht es alle Felsen, die da... Den zweiten Felsen jetzt auch noch. Ich hoffe, es braucht nicht zu viele Felsen. Na komm, Surfe. Pokémon. Schönluck ist fürs Surfen zuständig. Was, die Strömung ist so stark. Als ob. Ist klar. Dann hier wieder hoch. Ist das der richtige Weg?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe es nur. Flucht. Schön, dass ich immer wieder entkomme. Das ist praktisch, das ist gut. Das freut mich sehr. Ja, da sind die Steine. Dann muss man gucken, wie ich das am besten löse, dass ich den anderen Stein auch noch mit runterkriege. Ein bisschen taktisch überlegen, dass man nichts Blödes macht und sich die Felsen versperrt. Wenn ich den da nach oben schiebe und den da dann, okay, vielleicht nehme ich den hier und verschiebe ich nach oben. Ja, Stärke. Pokémon Dexo Stärke. Zack, noch einmal. Dann verschiebe ich den vielleicht nach oben. Dann kann ich den hier. Ach, natürlich ein wildes Pokémon. War ja klar. Und was denn auch sonst? Ein wildes Zubat. Ja. Ist ja klar. So, dann verschieben wir das hier nach unten. Oder? Ja. Und dann so, dann so. Dann hier einmal rum. Den langen Weg. Oh, Backer. Wir hätten den Stein voll verschieben sollen. Wir machen es so. Und den dann zur Seite. Und dann hier lang und hops. Und so lang und... Dann können wir hier einmal rum nochmal den langen Weg. Kommt bestimmt noch ein wildes Pokémon. Nein, nicht. So, zack. Hier runter. Ah. Jetzt ist da der Weg versperrt, ein Stern. Das könnten wir uns eigentlich mal fangen. Aber das wird wahrscheinlich eh. Wenn jetzt hier keine Pokémon fangen. So, hier hoch. Das sieht doch gut aus. In Millicent Dacha. Los, Pikachu. Flucht. Sehe was, was ihr nicht seht, doch was ihr schon seht. Arctos. Ja, gut. Das Team ist mehr als geschwächt. Alles klar. Wie sollen wir das denn jetzt fangen mit diesem Team? Ja, dass Pikachu jetzt im Eimer ist, das ist ja wohl klar. Sherlock, mehr bleibt mir ja nicht übrig. Items, was habe ich denn für Bände mit? Meisterball. Meisterball habe ich nicht mit, aber soll ich das? Soll ich den Meisterball für Arctos werfen? Nein. Ich habe aber keinen anderen Ball. Da müssen wir für einen anderen Kampf, für einen gewissen anderen Kampf, für ein anderes legendäres Pokémon, was wir eventuell noch finden. Einen anderen Ball nehmen. Ich werde es bereuen, aber okay. Ich will es haben. Meisterball, los. Das ist bestimmt bescheuert, aber gut. Fangen uns das Arctos. Wunderbar, Arctos wurde gefangen. Ja, nicht die edelste Variante Arctos zu fangen, aber was soll es. Für Arctos wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Typ Eis. Wenn Arctos durch die Lüfte schlägt, gefriert das Wasser in der Luft und es beginnt zu schneien. Nein, ich will Arctos natürlich keinen Spitznamen geben. Ein Bills PC. Ja, so viel dazu. Dann mal weiter Sherlock. Ja, haben wir uns Arctos gefangen. Können es dann mal weitergehen. Hier geht's nicht weiter. Ah, schön. Wird gern aus der Höhle raus. Gibt es auch einen Weg, der aus der Höhle
rausführt, der mich weiter im Spiel führt und nicht nur zum Arktos. Du kannst nicht davonlaufen. Ah, alles klar. Na schöne Scheiße. Jetzt bin ich entkommen. Kein Ausgang hier, kein versteckter Ausgang. Schade. Können wir irgendwo anders lang surfen? Da hoch. Nein, nicht. Mist. Finde den Weg, Zwergi. Finde den Weg nach draußen. Dann kann ich auch meinen Arktos mal abholen. Kann ich mit in mein Team nehmen. Oder? Nee, mein Team nicht unbedingt. Mein Team ist gut, so wie es ist. Das muss trainiert werden. Und wo kommen wir jetzt lang? Scheinbar nur hier hoch. Also weiter durch die Höhle, wie es ausschaut. Na, so ein Mist auch. Ich kann ja vielleicht mal nachgucken. Da gibt es ja so ein Neuland-Internet. Ist eigentlich nicht wirklich gut so, aber kann man vielleicht mal machen. Mittel zum Zweck. Einmal versuchen. Wild aus. Komplette Lösung. Sich nur zu helfen wissen. Dann müsst ihr erstmal wissen, in welcher Etage ich denn bin, um hier lang zu kommen. Müsste man eigentlich mal vom Ausgang, also vom Eingang ausgehen. Da gibt es hier eine kleine Wegbeschreibung. Na dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Zum Anfang zu kommen erstmal. Und dann sehen wir weiter, wie wir hier hinkommen. So, mal hier fliegen. Dann ja, Anfang. Das wäre gut. Die Aufgabe ist, alle Felsen ins Wasser zu werfen, die irgendwo rumliegen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Und dann kann man hier irgendwie rausschwimmen. Ich hoffe, wir packen das jetzt sehr schnell. Weil ich will auch mal vorankommen. Die Arktosinsel haben wir schon gefunden. Das war aber nicht unbedingt unser Ziel. Jetzt müssen wir alle Steine irgendwie reinwerfen. Das ist das Ziel. Da liegt noch einer rum. Also heißt es, den jetzt richtig hinzubefördern. Wenn ich das richtig gesehen habe, richtig gedacht habe. Das ist bescheuert. Man kriegt den Stein da nicht richtig rein. Das könnte ein bisschen umständlich werden. Es gibt bestimmt eine Lösung für alles, aber da ist zu wenig Platz bei dem Stein dort drüben. Stärken. Ich versuch's mal. Stärker. Und den kann man jetzt vielleicht reinschieben. Nee, kann man nicht, ist recht bescheuert, weil er steht so weit an der Wand. Kann man nicht ziehen? Nee, kann man natürlich nicht. Machen wir das mit dir am blödesten. Die Stände müssen da irgendwie rein.
Und den kann ich da nicht rüberschieben. Das ist, da brauche ich ein bisschen mehr Platz. Ist kein Platz, da ist kein Weg. Führt kein Weg hin. Ist beschissen. Oder müssen die nicht da rein? Ich weiß es nicht. Irgendwie muss da ein Weg hinausführen. Es gibt wahrscheinlich auch noch auf anderen Etagen Steine, die man rein befördern muss und kann. Hier ist diese bescheuerte Insel, auf der Arctos da gehaust hat. Warum man von der aus auch nicht weiter kann, verstehe ich nicht. Das hätte ja sehr gut schon ein Weg weiter sein können. Das hätte schon ein Punkt sein können, von dem aus man sich weiter orientieren kann. Auf der Insel ist nichts außer Arctos gewesen. Tja, was soll ich sagen? Der Akku meiner Kamera geht langsam zu Neige. Ich kann euch ja jetzt hier nicht die Patentlösung hier zeigen. Vom Eingang aus könnte man das bestimmt machen. Das ist dann ganz in Ordnung. Da gibt es dann eine Lösung, da könnte man weitermachen, aber ja, es ist ein blödes Rätsel. Da muss man ein bisschen grübeln und überlegen, was machen wir denn jetzt am dümmsten. Da müsste es ja eigentlich auch einen Felsen geben, aber warum gibt es da keine Felsen? Das ist beschissen. Wenn ich immer weiter hoch gehe, dann müsste es doch immer weiter oben. Da müsste doch irgendwann oben ankommen. Und sehen, wo es Steine gibt und wo nicht. Ich habe auch diese Höhlen langsam satt. Ich möchte dann irgendwann auch mal, ja, habe schon oft gesagt, ich möchte weiterkommen. Ich möchte dann auch das, den Part mit Content füllen. Das fällt dann oftmals sehr schwer, aber ja, das ist dann doch das, was ein Let's Player von seinem Let's Play will. Content bringen. Okay, jetzt haben wir hier den Eingang. So, vielleicht haben wir hier die Lösung. Geh sofort nach rechts. Okay, gehen wir nach rechts. Schiebe den Stein runter. Da ist also ein Stein. Ich nehme jetzt einfach die Komplettlösung. Ist mir einfach wild wurscht. Hauptsache, ich komme mal schnell an. Ah, ein Stein. Wer glaubt's denn? So, Stärke. Den Stein mit runterschieben. Zack. Und dann wahrscheinlich hinterher springen. Zack. So, schiebe den Stein mit runter. Bevor du in die Löcher springst, im zweiten Untergeschoss ankommen. So, jetzt erstmal reinspringen. Jetzt bin ich hier reingekommen im zweiten Untergeschoss. So, schiebe bitte auch den Stein ins Loch und springe aber nicht mit hinein. Okay, verstanden. Das ist wohl die Lösung.
nicht hinterher springen. Kindler ist da, der hält mich auf hier. Ich bin natürlich entkommen. So. Ja, natürlich muss ich nochmal den Text so bemühen. So, Kamera halte, den Akku. Zurück ins Erdgeschoss. Geh die Leiter weiter westlich. Okay, jetzt bin ich runtergefahren, also jetzt muss ich hoch. Eine Leiter nach oben finden, um zurück ins Erdgeschoss zu kommen. Richtig? Oder irre ich mich da? Es muss doch einen Weg nach oben geben. Na komm, Kamera, halt aus. Bitte, 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 halt aus. Ich will jetzt hier nicht im Dunkeln nach dem Ladegerät suchen. Bitte nicht. So, jetzt bin ich hier im Erdgeschoss. Und wie geht's weiter? Über die Leiter weiter westlich. Im Erdgeschoss. Und dann weiter nach Osten zum zweiten Stein. Das ist alles ein bisschen umständlich formuliert. Aber gut. Da muss wohl noch einen zweiten Stein geben im ersten Geschoss. Im Erdgeschoss muss es einen zweiten Stein geben. Mhm. Zum Bad gehen wir aus dem Weg. Ich habe keine Zeit für dich. Einen zweiten Stein. Da habe ich irgendwas falsch verstanden. Und das geht über die Leiter weiter westlich. Im Erdgeschoss. Dann weiter nach Osten zum zweiten Stein. Und einfach wie beim ersten Verfahren. Da ist ein Stein. Im Osten ein Stein. Vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden. Wir mussten zurück auf das Erdgeschoss. Das geht über die Leitung weiter. Erdgeschoss. Und weiter nach Osten zum zweiten Stein. Zurück ins Erdgeschoss bin ich doch. Nach Osten. Und da habe ich schon den Weg gefunden. Da sind die Felsen blockiert. Alle Felsen mussten runtergeworfen werden. Dann ist der Strom blockiert und man wird nicht mehr weggetrieben. Dann geht man hier hoch, die Leitern. Begegnet noch ein paar wilden Pokémon. Na komm, Schnuck. Flieh einfach mal. Lass das Zumat links liegen. Oder rechts liegen. Und da ist schon der Ausgang. Wir sind draußen. Die Seeschauminseln haben wir bezwungen. Nice. Ja. Das finde ich ja spitze. So, Schlock Surfer. Und bei der Gelegenheit speichern wir mal kurz das Arktos ab. Und auch das erfolgreiche aus den Seeschauminseln herauskommen ab. Und ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie lange der Part jetzt hier schon ist, aber was soll's, haben wir es heute mal geschafft, jetzt hier durch die Seeschauminsel zu kommen. Ist nicht viel passiert, aber ein bisschen was ist passiert. Ja, Arktos ist passiert, also was wollt ihr mehr? Dann habe ich nach oben, lasst ein Abo da. Das ist es doch wohl wert. Die Mühlen hier. Na dann, haut rein, man sieht sich. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.